Hallo, willkommen bei GetX Folge 12. Heute geht es jetzt mal nicht um SSH, wie ich das letzte Mal ja, fast angekündigt hatte. Wir bleiben mal noch bei diesem FTP-Share-Ordner-System, was ich beim letzten Mal vorgestellt habe. Da habe ich mir jetzt nämlich noch ein paar Funktionalitäten dazu ausgedacht, die das Ganze noch komfortabler und besser machen. Ja, also es geht heute um eine Funktion, die einen Teilnehmer an diesem Share-Ordner-System per E-Mail benachrichtigt, wenn jemand eine neue Datei in seinen Ordner gelegt hat. Ich habe das hier mal exemplarisch für den Nutzer Bugs gemacht. Und das Ganze hier ist keine Grafik, sondern eine E-Mail. Also darüber informiert, dass sich etwas geändert hat, und dann folgt hier unten ein Listing. Die sind auch alle entsprechend verlinkt. Und die neue Datei ist auch grün markiert. Und jetzt will ich euch mal zeigen, wie ich das Ganze gemacht habe. Das ist also, wie gesagt, ein Automatismus, der dahinter ist, hintersteckt. Und das Ganze läuft auf Basis von PHP. Da ich ja sowieso einen Webserver habe, auf dem die ganzen Ordner angelegt sind, bietet sich das ja geradezu an, damit was zu machen. Und da gehen wir jetzt mal, Moment, da wollen wir hin. Das ist praktisch die PHP-Datei, die hinter diesem ganzen Zauber steckt. Und da gehen wir mal kurz durch. Also ich werde hier nicht jede Einzelheit bis ins kleinste Detail erklären können, aber ich gebe mir mal Mühe, das halbwegs hinzukriegen. Das erstmal so groß wie möglich machen, dass wir hier nicht so viel hin und her scrollen müssen. So, okay. Fangen wir mal ganz oben an. Da habe ich also einen Konfigurationsblock definiert, wo ein paar Variablen ihren Startzustand bekommen, gewisse Einstellungen sozusagen. Wenn wir hier einmal Maximum Age, das ist das maximal ja, zulässige Alter von Dateien in diesem System. Das spielt jetzt hier nur zur Anzeige eine Rolle. Mehr passiert hier eigentlich mit diesem Wert auch gar nicht. Er wird hier standardmäßig definiert und dient dann am Ende zur Anzeige. Ich kann noch mal kurz zur E-Mail zurückschalten. Ah, da seht ihr hier bei den Ordnern hinten immer eine Zahl, diese 12. Das zeigt an, dass alle Dateien in diesen Ordner 12 Wochen existieren. Wenn 12 Wochen rum sind oder in der 13. Woche wird das Ganze dann gelöscht. Wie genau das passiert, werde ich euch im 13. Teil von GetX mal erklären. Das ist nämlich die zweite Funktionalität, die ich da gebaut habe. Und heute, wie gesagt, erstmal nur diese Dateibaumübersicht. So, dann folgt hier Mail-Format. Es ist hier auf HTML gesetzt. Es kann aber auch normale Textmails generieren, das Ganze. Sieht dann, naja, weniger spektakulär aus. Ich habe es also so fertig im L dann gelassen. Ganz klar, weil es doch mehr Komfort bietet. So, in der variablen User, da werden die ganzen Teilnehmer definiert. In dem Fall ist es jetzt hier nur einer. Das ist einmal der Account-Name, das ist also auch der Ordnername des Users entsprechend, und die E-Mail-Adresse. Also es ist hier dieser komplette String, der beim Versenden der E-Mail benutzt wird. Also ein Name gefolgt mit der E-Mail-Adresse in spitzen Klammern. Die habe ich hier natürlich jetzt rausgenommen, weil ich nicht unbedingt meine E-Mail-Adresse über YouTube per Video quer durch die Welt posten möchte. Ja, wer es drauf anlegt, kriegt natürlich meine E-Mail raus, aber ist schon okay so. So, dann folgt noch Safe String. Das ist eine Zeichenkette, in der
das ganze Zeug, was jetzt für die E-Mail generiert wird, nochmal zwischengespeichert wird und als Log nochmal am Ende als Logdatei gespeichert wird. Könnte man auch weglassen. Also Safe String ist jetzt hier nicht ganz so wichtig. Size Log schon eher, wird hier auch erstmal als String, als leerer String definiert. Was das ist, komme ich später zu. Genauso Temp Info. Info und Info Count, genauso sind, ja, Info und Info Count sind zwei Arrays. Die werden auch später noch gebraucht. So. Dann, was passiert als erstes? Ja, dann sind wir, ich mache euch mal kurz die Maus, nicht das. So, jetzt kann ich euch besser zeigen, wo ich gerade bin. Es geht jetzt hier um diesen Block. So, da wird die Datei, nee, das File Log Data definiert mit dem Inhalt dieser Datei. Share.log. Share.log ist eine Datei, wo wie in einer Form, einer Liste, die ganzen Usernamen stehen mit einem Trennzeichen. Das ist jetzt hier Minus, Raute, 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 Minus. Und dahinter stehen die Bits, die der User in diesem System praktisch belegt mit seinen Dateien. Und es dient dazu, um Veränderungen festzustellen. Das ist also nichts weiter als der Name und die belegten Bits auf dem Server. Nichts weiter wild, das wird einmal ausgelesen und praktisch gespeichert, also dieser Bitwert wird gespeichert. Und das war es im Grunde an dieser Stelle schon. Ein reines Auslesen sozusagen, dass wir später darauf zugreifen können. Und hier kommt jetzt eine Scan-Funktion, die überspringe ich jetzt erstmal, weil die wird später aufgerufen. Da gehe ich auch dann nochmal drauf ein. Sieht jetzt hier erstmal sehr lang und wild aus, aber ich hoffe, ich kann das irgendwie erklären, ohne dass jetzt dann alle einschlafen. Gucken wir, wie ich es nicht zu weit hier runter scrolle. Das kommt alles nachher. Genau hier. Das waren jetzt alles noch irgendwelche Funktionen. Das heißt, das könnte ich doch, da könnte ich jetzt noch mal kurz rein. Das ist der nächste Punkt, der in dem Skript abgearbeitet wird. Ja, Vorbereitung E-Mail, das ist jetzt für den Fall, dass unser Mail-Format auf HTML gesetzt ist. Dann wird in die Datei HTML-Mail dieser Text hier definiert. Das ist im Grunde ein ganz normaler HTML-Anfang, sozusagen, mit einem Style-Block, da wird also Schriftgröße, Farbe und sowas alles definiert. Und dann kommt noch der Body-Tag, der hier geöffnet wird. Und das war es. Also im Grunde, ja, der Seitenkopf sozusagen für die HTML-Darstellung. Den haben wir dann also schon mal definiert in der Variable HTML-Mail. Das nur mal so nebenbei. Aber hier geht es jetzt wirklich zur Sache. Hier wird jetzt also für jeden Eintrag im Array User, den wir oben definiert haben, da wo jetzt nur mein Account drin steht, für jeden diesen Einträge wird jetzt praktisch in der Variable Account dieser Username, in meinem Fall Bugs, klein geschrieben und dahinter dieser String für die E-Mail, so wie das oben definiert war. So, dann gibt es die Variable All Size für jeden einzelnen dieser Accounts. Der wird erstmal auf 0 gesetzt. Da wird die Größe sämtlicher aktuell vorhandenen Dateien zusammengezählt und später verglichen. Na, erinnert euch, ich habe ja da einen Logfile ausgelesen mit den hinterlegten Bitwerten der einzelnen User. Und genau hier an der Stelle wird der Vergleich schon mal vorbereitet. Dann folgt hier was wieder für den Fall, dass E-Mail-Format HTML ist. Da wird nämlich hier die Variable Files
vorbereitet. So, in Files, in dieser Variable wird unser ganzer Verzeichnisbaum gebaut. In HTML beginnt das Ganze mit einem div. Das ist also ein Blockelement von HTML. Das Ganze bekommt auch eine ID. Folder Box heißt das. Ich kann euch nochmal kurz die Mail zeigen. Das entspricht, na, dieser Rahmen hier. Das ist praktisch dieses div. Das ist die Folder Box. Und also die wird hier praktisch geöffnet. Dann folgt hier ein Link mit einem Bildchen, einem Icon. Das Ganze geht bis hierhin. Und dann folgt nochmal der Name des Accounts, in meinem Falle Bugs. Und dann wird der Link geschlossen. Das ist praktisch diese allererste Zeile, der erste Ordner hier. Der liegt ja immer da. Also für jeden einzelnen User ist dieser Ordner immer vorhanden. Weil ohne diesen Ordner wäre der User ja kein Teilnehmer des Systems. Deswegen auch dieser Home-Ordner als Icon. Das wird also da schon mal fest definiert. Und dann haben wir hier noch eine interessante Variable, das definiert diese Einrücktiefe, weil dieser Baum, nochmal zurück, ja, der ist ja mit Einrückungen dargestellt. Und das wird in dieser Tiefenvariable definiert. Die wird hier auf 1 gesetzt. Ja, je höher die jetzt ist, desto weiter nach rechts rutscht, beginnt der ganze Baum. Aber 1 ist wohl der sinnvollste Wert jetzt hier an der Stelle. So, hier haben wir jetzt ein else. Das heißt also, wenn Format nicht HTML ist, dann brauchen wir natürlich trotzdem einen Verzeichnisbaum. Haben wir also auch die Variable Files. Und hier wird das Ganze nur ganz einfach als Text gebaut. Das ist hier alles ein paar Leerzeichen, ein Bindestrich und eckige Klammern und da drin der Account. In eckigen Klammern habe ich für den reinen Text-Mail-File immer die Ordner definiert. Die sind immer in eckigen Klammern. Ist jetzt nicht weiter spektakulär. Die Tiefe ist hier auch 1. Und damit wäre also auch unser Verzeichnisbaum vom Anfang her schon mal angelegt. Und dann wird eine Funktion aufgerufen. Scan. Der übergeben wir hier also unseren Account. In meinem Fall ist das Bugs. Dann haben wir einen Pfad. Das ist jetzt hier also Punkt, Punkt ist der übergeordnete Ordner des aktuellen Ordners. Das ist jetzt daher bedingt, dass dieses Scan-File PHP bei mir in einem Unterordner liegt. Und der eigentliche Share-Ordner liegt praktisch eine Ebene höher. Deswegen müssen wir da einen Schritt zurück und beginnen dort dann mit unserem Scan. Und also ihr sagt, der komplette Pfad, der endet nicht hier, der endet hier. Also Punkt, Punkt, Slash, Account. Ja, dieser Punkt hier in PHP, das ist eine Stringverkettung. Ja, das wäre also, wenn man das jetzt hier übersetzt, in dem Fall Punkt, Punkt, Slash, Bugs. Das ist unser Pfad, der nachher gescannt wird. Und hier unsere Tiefenvariable, die, wie gesagt, war auf 1. So, was macht die Funktion Scan? Da gehen wir mal gleich nochmal zurück. Und keine Angst, ich versuche das mal so oberflächlich, wie es nur geht, zu erklären, dass wir hier auch ein bisschen zu Potte kommen. So, da werden am Anfang erstmal ein paar Variablen global gesetzt. Das heißt also, dass die Variablen, die jetzt hier in der Liste stehen, na, bis hier geht sie genau, diese sind innerhalb dieser Funktion gültig, sowie auch außerhalb. Weil alle anderen Variablen, die jetzt hier irgendwie in der Funktion auftauchen, gelten nur innerhalb der Funktion. Das ist wichtig, weil ich über diese Variablen, hier steht zum Beispiel Files, da bauen wir ja unseren Baum zusammen, da muss immer, ja, die muss global gültig sein.
Sonst würde die jedes Mal, wenn die Funktion gestartet wird, wäre Files leer und das würde nichts bringen. So, was genau passiert hier? Jetzt wird erst einmal ein Tiefenstring, eine Zeichenkette für die Einrücktiefe definiert. Das ist eine ganz einfache Schleife, die beginnt von 1 und läuft so lange, bis die Laufvariable d, also solange diese kleiner gleich der übergebenen Tiefe ist, das war bei uns auch 1, und bei jedem Durchlauf wird d um 1 erhöht. So. Und bei diesem Durchlauf passiert nun Folgendes. Diese Variable, die ja am Anfang leer ist, hier oben, ist sie als Leerstring definiert. Diese Variable wird jetzt hier, da wird was angefügt, hier ist wieder unser Verkettungszeichen. Und Punkt gleich bedeutet, dass also alles, was hier hinterkommt, wird an den vorhandenen Inhalt dieser Variable nur angehangen. Also diese Variable wird nicht überschrieben. So, wir hängen also was an einen leeren, an eine leere Zeichenkette an, in diesem Fall im ersten Durchlauf. Und hier wird nochmal geguckt, das ist also eine bedingte Zuweisung. Hier steht eine Bedingung drin. Es wird also geguckt, ob das Format HTML ist. Und wenn es das ist, dann wird in diesem tiefen String ein transparentes PNG-Bild angehangen. Das ist also im Grunde wie ein Icon, nur dass es durchsichtig ist. Und ich kann nochmal hier in die Liste gehen. Das ist also das, was jetzt hier vor diesem Ordner im Grunde sitzt. Ja, da ist auch noch ein Bild, was man jetzt nicht sieht. Und hier sind es in P2 nebeneinander. Also in dem Fall haben wir die Tiefe 1. Da wird einmal das Bild angelegt. Beim weiteren Durchlaufen wäre die Tiefe 2. Deswegen haben wir das Bild jetzt zweimal. Und das Ganze ist praktisch zweimal eingerückt. Das ist der ganze Sinn der Geschichte. So, was passiert, wenn das Format nicht HTML ist? Ja, diese Bedingung steht hinter, also hier gibt es jetzt einen Zeilenumbruch, das ist eigentlich eine Zeile hier. Hinter einem Doppelpunkt ist dann praktisch der Else-Fall. Also wenn das Mail-Format nicht HTML ist, dann ist der Einrückstring einfach zwei Leerzeichen. Nichts weiter kompliziert an der Stelle. Und kommen wir zur weiteren, nächsten Variable. Da habe ich, muss ich erstmal selber jetzt überlegen, was ich da eigentlich gemacht habe. Ach ja, genau. Das ist das, ich weiß es gar nicht, entweder wird es gar nicht mehr benutzt. Jedenfalls habe ich ja eine zweite Tiefenvariable definiert, die im Grunde genauso aufgebaut ist. Dieses Skript ist in einigen Mittagspausen bei mir im Büro entstanden und kann durchaus sein, dass ich hier noch Fragmente drin habe, die ich gar nicht mehr aktiv benutze. Also muss ich jetzt mal gucken. Nehmt es mal einfach so hin, wie es jetzt ist. Also wir haben jetzt praktisch zwei Tiefenvariablen mit einem leeren Bild in dem Fall, eine Einrückung und dann gehen wir hier mal weiter. So, individuelle Lebenszeit ermitteln. Ja, was ist das? Da gucke ich jetzt im aktuellen Ordner, in dem ich jetzt gerade bin, mit meiner Scan-Funktion und suche dort nach einer Datei .lifetime.text. Ist diese vorhanden, dann wird die darin definierte Zahl, wenn es denn eine ist, genommen und als maximale Altersangabe in Wochen übernommen. Ist diese Zahl nicht vorhanden, dann wird diese von uns am Anfang in Maximum Age, was ich gesagt habe, dass das nur für die Anzeige wichtig sei, hier ganz oben auf 12. Also 12 wird genommen, wenn keine Datei .lifetime.text vorhanden ist. Ist eine Datei vorhanden, wird der Inhalt dieser Datei als Maximumalter angenommen. Und das kann ich euch nachher auch noch gleich zeigen, wie das funktioniert. Ja, unser maximales Alter ist jetzt praktisch in Max Age definiert. Kann ich nochmal kurz die Zeile ein bisschen genauer eingehen. Also Max Age ist gleich im Falle. Ach nee, da muss ich doch früher ansetzen. Ach, ist das kompliziert. Also okay. Ich öffne
Hier also im Falle einer existierenden Datei, Lifetime Text, öffne ich das Ganze. Und die Funktion File schreibt im Grunde jede Zeile einer Datei in ein Array. Ich gehe jetzt davon aus, also es ist fest definiert, dass Lifetime Text immer nur eine Zeile hat, in der die eine Zahl steht, mehr nicht. Das heißt also, dass der Inhalt der Datei in dem Array Lifefile steht. Das ist ein Array dann mit einer einzigen Zelle und da steht eine Zahl drin. Das ist die Zelle 0, weil es ja nur eine Zeile gibt. Und dann machen wir sicherheitshalber noch ein Integer draus, also eine ganze Zahl. Und die schreiben wir hier in TempAge. Und MaxAge wird jetzt definiert im Falle, dass TempAge wirklich ein Integer ist, also auch wirklich eine Zahl. Und TempAge auch größer als 0 ist. Dann übernehmen wir das Ganze. Wenn nicht, dann bleiben wir bei unserem Standard. Die 12 Wochen, die oben definiert sind. Ja, klingt verwirrend und ich hoffe, es ist noch niemand ausgestiegen von euch. Und machen wir mal schnell weiter hier. So, hier haben wir nochmal eine Sicherheits-, nicht Sicherheit, also in dem Fall, dass es das File Lifetext, Lifetime Text nicht gibt. Wird MaxAge natürlich sofort auf dem auf diesen Standardwert geschrieben. MaxAge ist dann also 12. So. Nun kommen wir mal weiter. So, Files, wie gesagt. Das wird unser Baum, unser Dateibaum, und den haben wir ja am Anfang schon mit dem Kopf, also mit dem ersten Ordner begonnen. Das heißt, in Files steht schon was drin. Und jetzt wird hier nochmal im Falle, dass unser Format HTML ist, wird jetzt also noch ein erzwungenes Leerzeichen, also das Non-Breaking Space heißt das, oder Non-Breakable Space. Das sieht im Browser aus wie ein Leerzeichen, aber es bricht an dieser Stelle nicht um. Also es wird dort nie ein Zeilenumbruch existieren. Und dann kommen eckige Klammern und da schreiben wir das maximale Alter rein. Da sind wir jetzt an der E-Mail genau an dieser Stelle hier. Das Stück hatten wir praktisch als Kopf dieses Baums definiert schon vor dem Scan. Und jetzt sind wir im Scan und er hat das Alter ermittelt und wir sind hier bei der 12. So, im Falle, dass das jetzt nicht HTML ist, ist das Ganze hier auf Textbasis. Alles ein bisschen einfacher. Da habe ich noch dir für Directory hintergeschrieben, dass man also auch weiß, das ist auf jeden Fall ein Verzeichnis. Aber die Textvariante der E-Mail gehe ich jetzt hier gar nicht weiter drauf ein. Das ist hier nur so ein Zusatz. So, dann kommen wir hier so langsam zum eigentlichen Scan. Da haben wir die Variable Verz für Verzeichnis. Da öffnen wir jetzt das Verzeichnis, das wir übergeben hatten. Das war, wie gesagt, in dem Fall jetzt mein persönlicher Share-Ordner, Bugs. Und solange er also in diesem Verzeichnis Files findet, macht er alles, was jetzt hier drunter unter dieser Zeile steht. Da guckt er erstmal nach, ob dieser Eintrag, den er gefunden hat, nicht nur ein Punkt ist oder Doppelpunkt. Dieser Punkt steht für das aktuelle Verzeichnis selbst und der Doppelpunkt steht immer für das übergeordnete Verzeichnis. Die sind in so einem File-Scan immer mit dabei, die müsste man in dem Fall also ausfiltern, wenn man damit nichts weiter anfangen will. Und dann wird aber noch weiter geguckt, dass die Datei, die er da gerade gefunden hat, nicht .htaccess ist und nicht .ht.passwd und auch nicht .lifetimetext. Weil das sind alles Steuerdateien oder irgendwelche Rechte oder sonst was definieren. Lifetime Text ist, wie gesagt, eine von mir definierte Sache. Die spielt jetzt hier für unseren Verzeichnisbaum keine weitere Rolle. Die sollen da gar nicht auftauchen. Naja, wenn also dieser Eintrag nicht, dieses Format, also da nicht zu passt, also irgendein Bild oder Textdatei oder sonst was ist, dann geht das hier weiter.
Dann wird geprüft, ob der Eintrag ein Verzeichnis ist. Weil ich kann ja in meinem persönlichen Ordner nicht nur Dateien, sondern auch Verzeichnisse haben. Und wenn das Ganze ein Verzeichnis ist, dann können wir nämlich schon für unseren Baum den nächsten Eintrag definieren. Und dann wird jetzt hier wieder geguckt, ist das Mail-Format HTML. Dann wird das hier ausgeführt. Dann wird nämlich an unsere Variable, an unseren Verzeichnisbaum Files etwas herangehangen. Aber hier unterscheiden wir nochmal, wenn der Ordner privat heißt, ja, den Namen privat, dann kriegt er ein anderes Icon. Ansonsten ist es dasselbe. Also was genau wird hier gemacht? Da gibt es also einen Zeilenumbruch. Es gibt hier die Eindrückungstiefe. Wir haben hier einen Link, der praktisch direkt zu dem Ordner führt. Dann kommt unser Icon, das in dem Fall gesagt wird, ja geguckt, ist es der Ordner privat, in dem Fall ist es Icon Folder Privat PNG. Und hinter dem Icon ein Leerzeichen und der Name des Ordners und der Link wird anschließend geschlossen. Gehen wir mal kurz in die Mail rein. Das wäre nämlich hier unten genau das. Ja, da haben wir also das besondere Icon, das Leerzeichen und der Name privat. Und dahinter wie immer das Alter, das mögliche Alter der Dateien. So, ist das Ganze aber kein Privatordner, sondern ein normaler, dann wird im Grunde alles das eingefügt, was wir jetzt hinter dem Doppelpunkt hier haben. Ist im Grunde fast das Gleiche. Also ein Zeilenumbruch, die Eindrücktiefe. Dann wieder der Link zu dem Ordner. Das Icon, in dem Fall ist es Icon Folder PNG, also nicht privat. Unser Leerzeichen und der Name und der Link wird geschlossen. Das ist also ein normaler Ordnereintrag und das entspricht denn hier zum Beispiel dem Ordner Bilder und Fotos. Also Icon, Leerzeichen, Name. Okay, soweit, so gut. Muss ja mal kurz, manchmal spinnt hier meine Maus etwas rum. So, kommen wir also weiter. Ist das Mailformat jetzt nicht HTML, dann ist das alles wesentlich einfacher. Dann hängen wir einfach nur unsere Standardeinrücktiefe, die ist hier fest definiert, dann folgt unsere dynamische Einrückung. Und der ganz, also der Name des Ordners in eckigen Klammern. Mehr passiert an der Stelle nicht. So, Temp Info. Da wird das Ganze nochmal für ein Logfile gespeichert. Spielt jetzt hier auch keine wesentliche Rolle. Und jetzt passiert was ganz Besonderes. Hier wird wieder die Funktion Scan aufgerufen. Jetzt werden sich vielleicht einige wundern, Moment mal, Funktion Scan, in der sind wir doch gerade drin. Ja, das stimmt soweit. Die Funktion ruft sich hier praktisch aus sich selbst heraus nochmal auf. Ja, er hat jetzt also festgestellt, also sie scannt jetzt einen Ordner und ups, da ist ein Ordner und ruft sich selbst auf, um den Unterordner zu scannen. Und dann passiert im Grunde genau das Gleiche nochmal. Und wenn da drin nochmal Unterordner sind, dann geht er auch da wieder mit seiner Funktion, also ruft sich auch dort selbst auf und es geht bis ins Unendliche rein. Ja, der einzige Unterschied ist jetzt, dass wir bei der Tiefe, die wir übergeben haben, hier noch eins drauf addieren. Das heißt also, je tiefer er da reinscannt, desto länger wird denn praktisch unsere Tiefenvariable mit diesen aneinandergereihten unsichtbaren Bildern und desto tiefer ist das Ganze eingerückt. Nur mal kurz hier in unsere E-Mail reingehen. Hier an der Stelle haben wir unseren ersten Scan-Aufruf.
Dann guckt er durch und findet also diese Unterordner und ruft die Funktion nochmal auf und findet dann hier die Dateien. Und bei den Dateien läuft jetzt ähnlich wie bei den Ordnern, nicht ganz gleich, aber da kommen wir jetzt dazu. Wie gesagt, wir hatten ja hier die Prüfung, ob das Ganze ein Ordner ist. Und wenn das Ganze kein Ordner ist, das haben wir hier, else, ja, dann wird all das ausgeführt, was, kurz hochscrollen, was jetzt hier drunter zu finden ist. So, was haben wir hier? Da wird jetzt als erstes geguckt, ob das, also gut, wir gehen jetzt davon aus, es ist kein Ordner, also muss es eine Datei sein und jetzt wird nachgeguckt, ob diese Datei Lies mich Text heißt oder Read me Text. Da ist eigentlich noch ein Bug drin, hier müsste der Punkt raus. Können wir mal merken nachher. Oder Infotext oder Read Text. Diese Dateien habe ich noch eine Sonderfunktion eingefügt, kann ich auch nachher nochmal in der Praxis zeigen, was damit, wie das auf sich hat und wie das aussieht. Wenn ich jetzt also für jemanden Fotos in den Ordner reinlege, dann kann ich also zum Beispiel eine Datei Infotext dazu packen und kann da noch ein paar Worte mit Erklärungen und so weiter reinschreiben. Ja, hallo, hier sind meine Bilder und bla 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 bla. Die kann der Empfänger dann natürlich ganz normal öffnen, die Textdatei, aber sie wird hier auch nochmal automatisch geöffnet. Mal gleich mal gucken hier. Ja, Info Content ist das Ganze hier. Da wird dann erstmal das File geöffnet. In dem Fall, dass es jetzt hier eins von diesen Textformaten ist, die ich hier definiert habe. Und der ganze Inhalt wird, mal gerade gucken hier in Info. Ach, ich hätte mir das mal alles vorher noch mal genauer angucken sollen. Das ist, stammt zwar alles aus meinem Kopf, aber das ist so wie ja, runtergeschrieben, dass ich jetzt hier selber erstmal gucken muss. Ist also die Variable Info für jeden Account also ein Array sozusagen. Und da wird der Inhalt dieser Datei angehangen. Also wenn man jetzt mehrere Info-Files hat, dann würden die auch untereinander aufgelistet werden mit dem Inhalt. Und mal kurz gucken, also Info-Content, wie gesagt, war unser File. Und wie ich vorhin ja schon erklärt habe, File schreibt jede Zeile einer Datei in ein Array, in eine Array-Zelle, also Info-Content ist ein Array. Und hier gehe ich jede einzelne Zeile durch. For each Info-Content as Info-Line. Das also für jeden Eintrag in Info-Content behandelt er also das Folgende mit Infoline. In Infoline landen praktisch unsere einzelnen Zeilen hier für jeden Durchlauf. Und Info für den Account wird jetzt praktisch zusammengesetzt mit den einzelnen Zeilen. Stück für Stück wird das Ganze gefüllt. Und Folder-Info auch. Da sind wieder diese zwei Fälle mit HTML und nicht HTML. Folder-Info ist für eine Live-Ansicht innerhalb des Verzeichnisbaums. Das kann ich nachher nochmal zeigen. Das funktioniert denn nur in der HTML-Ansicht. Und dieses Info ist für die normale Textdarstellung. Also, um es mal kurz zu machen, es wird also geprüft, ob das File Lies mich Text, Read me Text, Infotext oder Read Text heißt. Ist das der Fall, wird der Inhalt davon in Variablen geschrieben und zwischengespeichert. So, in dem Fall wird auch noch eine Laufvariable um 1 erhöht, also hier wird mitgezählt, wie oft hat er so ein Infofile gefunden. So, das ist an der Stelle erstmal alles. Dann kommen wir hier zum Mailformat. Also wieder mal die Abfrage, ob Mailformat HTML ist. Dann wird der Typ der Datei, der sonst völlig egal ist, der muss aber für HTML-Format rausgefunden werden, weil wir ja Icons haben wollen. Was man hier sieht, also für die einzelnen
Für PNG ist eben so ein Fotosymbol und für JPEG. Und für PNG so ein, ja, ist eigentlich auch wie ein Foto, aber nicht ganz so wie Foto, weil ja eben noch ein Fotoapparat dabei ist. Wird eben unterschieden. Und hier haben wir eine Textdatei, da ist auch ein anderes Symbol für. So, und diese Unterscheidung passiert hier. Also es wird auch nur für den Fall, dass wir wirklich HTML haben, ausgeführt. Dann nehmen wir nämlich unser aktuelles File, das ist das, was wir in unserem Scan-Durchlauf jetzt hier am Wickel haben, und teilen diesen Namen, diesen Dateinamen, der in der Variable steht, an einem Punkt. Explode teilt eine Zeichenkette an einem definierten String und erzeugt ein Array. Das heißt also, wenn wir jetzt einen Text haben, der 1.2.3.4 heißt und führen einen Explode an diesem Punkt aus, dann entsteht ein Array mit vier Zellen und in diesen Zellen steht dann 1, 2, 3, 4. Das heißt also, wir haben den Dateinamen also am Punkt geteilt, wir haben dann ein Array. Wie lang das ist, ist eigentlich fast irrelevant, weil wir brauchen nur das letzte Element. Das, was hinter dem letzten Punkt steht, definiert den Filetyp. Und das Ganze auch noch auf Kleinschreibung erzwungen, haben wir dann hier in diesem ganzen Konstrukt definiert. String to lower heißt also auf jeden Fall erzwungene Kleinschreibung. Und das war unser Array hier, dieses temp type hier oben definiert. Und die Zellennummer davon, wie gesagt, das soll ja die letzte sein. Das ist einfach die Länge, count von temp type, minus 1. Wenn wir jetzt also, wie gesagt, 1.2.3.4 haben, sind das also 4 Zellen, das heißt count von temp type würde 4 ergeben. Da aber die Zellennummerierung bei 0 beginnt, müssen wir davon noch 1 abziehen. Das heißt also, dass dieses ganze Ding hier ergibt praktisch die Dateiendung in Kleinbuchstaben. Und jetzt wird nachgeguckt, ist das BMP, ist das ISO, JPEG, also JPG oder JPEG, MP3, PDF, PNG und so weiter. Und dafür werden die Typen definiert. Das sind hier erstmal nur ein paar, das lässt sich noch erweitern. Und dann haben wir in unserer Variable Type, also den Typen. Wird nichts davon gefunden, dann wird als Type Unknown definiert. Da habe ich auch noch ein extra Icon für, das entsprechend heißt. Das ist dann einfach nur ein leeres Blatt mit einem Fragezeichen drauf. Ja. Hier haben wir jetzt eine auskommentierte Mail-Funktion drin, für den Fall, dass also der Typ nicht erkannt wurde. Da kann ich mir dann eine E-Mail zuschicken lassen, dass hier ein unbekannter Filetyp auftauchte. Wird mir auch mitgeteilt, welches File das ist. Und da kann ich also, wenn irgendwann jemand von meinen Freunden mal irgendein exotisches File rauflädt, dann auch dafür sorgen, dass dann ein Icon dafür da ist. Weil alle Formate jetzt hier zu definieren, also es gibt so viele, dass das doch dann die bequemere Variante. Wenn man erstmal so einen Standardpool hat und sollte dann mal irgendwann was Seltsames auftauchen, kann man das immer noch erweitern. So, dann hätten wir also für eine Datei, ich fasse nochmal kurz zusammen, wir prüfen also, ob es entweder ein Infofile ist. Wenn es ein Infofile ist, dann lesen wir den Text raus. Ist es kein Infofile, dann bestimmen wir den Typen. So, und jetzt wird nachgeguckt, ob das ganze File überhaupt neu ist oder alt. Da wird einfach die Variable new, also wie gesagt, wir sind immer noch im Falle des HTML-Formats hier. Da definieren wir also die Datei new. Und zwar, muss ich jetzt gleich hier mal gucken, muss ich hier wieder, ja genau, das ist also auch wieder eine bedingte Zuweisung. Hier haben wir die Bedingung, die ist ein bisschen länger.
Und zwar wird new definiert im Falle, dass das Datum der Datei, die wir hier am Wickel haben, mit Jahr, Monat, Tag und Stunde gleich dem aktuellen Datum Jahr, Monat, Tag, Stunde ist. Also auf Deutsch gesagt, ist das File nicht älter als eine Stunde. Dann schreiben wir in die Datei new diesen Wert. Class gleich new. Das ist eine Klassenanweisung für HTML, dass wir dann also die neue Datei extra markieren können. Ist die Datei älter als eine Stunde, wird einfach ein Leerstring. Das passiert ja hier hinter dem Doppelpunkt definiert. Dann ist also new leer. So, hier haben wir wieder unsere Datei Files, also unseren Verzeichnisbaum. Da wird jetzt wieder was rangehangen. Und zwar eine neue Zeile, unsere Einrücktiefe. Dann folgt ein Link. Aber hier gibt es noch was ganz Besonderes hier am Anfang. Hier kommt nämlich das New rein. Wie gesagt, ist die Datei älter als eine Stunde, ist New leer. Das heißt, hier kommt also dann nichts weiter rein. Aber ist die Datei jünger als eine Stunde, dann kommt eben dieses Class gleich New an diese Stelle rein. Und damit definieren wir für diesen Link die Style-Klasse New. Der hat denn eine andere Farbe. Ich habe da ein Grün gewählt. Ansonsten ist das Ding einfach nur schwarz. So, das ist also unser Link zu unserer Datei. Hier stehen nochmal Verzeichnis und File, dass man es auch direkt anklicken kann. Danach folgt wieder unser Icon. Und da haben wir natürlich, da kommt der Typ ins Spiel. Ja, hier ist die Adresse des Icons. Und die Datei des Icons heißt dann Icon-Typ-PNG. Und im Typ steht, wie gesagt, PNG oder JPEG oder sonst irgendwas. Ja, diese ganzen Icons liegen auf dem Server und werden entsprechend hier definiert. Dann kommt wieder ein Leerzeichen, unser Filename. Und hier hinten, da wird nochmal ein Span-Element aufgemacht mit einer eigenen Style-Klasse, die nennt sich Details. Und innerhalb dieses Span-Tags steht dann noch Informationen über die Filegröße und das Datum der Datei. Gehen wir mal kurz in die E-Mail zurück. Ein bisschen reingehen. Das wäre jetzt hier, also wie gesagt, unsere Einrücktiefe, das Icon, das Leerzeichen, der Name. Bei Icon auch der entsprechende Typ. Und hier jetzt vom Style abweichend, also in schmaler Schrift, die Details, also die Größe und das Datum. Also baut sich dann Stück für Stück der Dateibaum zusammen. Ist jetzt vielleicht auch nicht ganz einfach hier so auf die Schnelle mit diesem Video zu verstehen. Aber ich versuche es trotzdem mal. Ja, wer sich dafür interessiert, den kann ich auch gerne mal den Quellcode denn zukommen lassen. Aber wie gesagt, es ist also relativ, ja, am Stück runtergeschrieben. In 3, 4 Mittagspausen, die ich da mal investiert habe. Fing mit einer ganz kleinen Idee an und wurde immer größer, immer größer, immer größer. Aber ist ganz nett geworden, finde ich, vom Ergebnis her. So, okay, das war also jetzt unser Dateieintrag jetzt für das HTML-Format. Jetzt haben wir hier noch den Fall, dass wir Textmail haben, da ist es wieder einfacher. Da habe ich jetzt für den Fall neu zwei Variablen definiert, New Left und New Right, weil die Textdarstellung ja ein bisschen unübersichtlicher ist und haben wir ja also wieder die gleiche Alterskontrolle, neuer als eine Stunde oder nicht. Und im Falle neuer wird dann also einmal für links diese Zeichenkette definiert und für rechts diese. Hier wird dann der Eintrag wieder für Files zusammengesetzt. Da kommt dann erstmal New Left, dann kommt Einrücktiefe, das File und Größen- und Datumangaben und am Ende noch ein New Right. Das heißt also, bei neuen Dateien hätten wir dann dieses Neu mit dem File links und rechts in der Liste dann für das entsprechende File. So, das war's dann fast schon.
All Size für jeden Account, das ist auch wieder das Array. Da werden jetzt sämtliche File-Größen nochmal zusammengezählt. Das ist wichtig für das Log-File, für das Share-Log-File, um nachher Änderungen feststellen zu können. So, gehen wir mal weiter. Funktion ist jetzt fast durch. Das Verzeichnis wird dann auch geschlossen, wenn er mit sämtlichen Files durch ist. Und für den Fall, dass unser Mailformat HTML ist und die Datei Folderinfo definiert ist. Ja, Folderinfo war oben die Sache mit den Textdateien, Infotext und README-Text und so weiter. Da steht praktisch unser Textinhalt drin. Und wenn wir also Infodateien haben und das Format HTML, dann werden diese Inhalte der Infodateien direkt in den Dateibaum geschrieben. Die kriegen hier nochmal ein extra Div, also eine extra Box sozusagen, die auch wieder mit einem extra Style definiert ist. Und die entsprechende Einrücktiefe, die wird hier berechnet, dass das auch korrekt dargestellt wird. Und innerhalb der Box haben wir dann noch ein kleines Icon, ein Info-Icon. Und hinter dem Icon folgt dann die eigentliche Textinformation. Das kann ich nachher noch zeigen, wie das aussieht. Ja. Dann läuft also diese Scan-Funktion, wie gesagt, die wird einmal angestoßen, hangelt sich dann automatisch durch sämtliche Unterordner durch und baut Stück für Stück den Verzeichnisbaum zusammen. So, dann gehen wir mal zu dem Punkt zurück, wo das Ganze angestoßen wurde, hier. So, machen wir noch mal eine kurze Gesamtzusammenfassung hier. Also, für jeden einzelnen User wird dann also die Datei Files vordefiniert, also dieser Baum, der Dateibaum, beginnt mit der Box, die ganz drumrum ist, und mit dem allerersten Eintrag, also mit dem, ja, Home-Ordner, so nenne ich es jetzt mal. Und danach geht der Scan los. Dann folgen also sämtliche Unterordner und Dateien. Und nach dem Scan folgt jetzt hier noch ein schließendes Div-Tag. Das heißt also, diese Box, die hier oben aufgemacht wird, wird hier wieder geschlossen. Und damit ist der Verzeichnisbaum eigentlich schon fertig. Liegt also komplett in der Datei Files. So, SaveString, wie gesagt, das war jetzt ein Log-File, das hier noch gemacht wird. Da wird nochmal der Username notiert mit dem Inhalt dieses Dateibaums und so weiter. Das ist jetzt eher eine Debug-Funktion. Das ist jetzt hier nicht weiter von Bedeutung. Wichtiger ist hier schon SizeLog. Das ist also unser Log-File, wo die einzelnen belegten Bits der Teilnehmer des Sharing-Systems notiert werden. Das ist ein ganz einfaches Format. Das ist der Name des Users, in meinem Fall eben Bugs. Dann folgt ein von mir eindeutig definiertes Trennzeichen, an dem ich das nachher wieder teilen kann. Ja, das ist also Minus, Raute, 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 Minus. Das ist also das gleiche wie, ich kann da mal kurz nach oben gehen, da wo wir das ausgelesen haben, hier. Ja, da wird also der Inhalt dieses Log-Files ausgelesen und geteilt wird das Ganze genau an diesem String hier. Dann habe ich also wieder Name und die einzelne belegte Größe einzeln verfügbar und kann darauf zugreifen. Und nichts anderes passiert hier beim Schreiben auch. Ich schreibe also den Namen, dazu das Trennzeichen und danach die gesammelten Bitgröße der einzelnen Files, die hier beim Scan-Durchlauf zusammengekommen ist. Wenn also auch nur ein einziges Bit verändert ist an dieser, oder sagen wir mal Byte, ja, Bit ist ja, ja, wäre nicht ganz realistisch an der Stelle. Also sobald da auch nur ein einziges Zeichen verändert ist, wird das also mitkriegen hier und dann anschlagen. So, Infostring.
Ja, das ist also, müssen wir mal überlegen. Ja, das war jetzt für unser Fall, dass wir Textmails haben. Dann wird hier nämlich ein Infotext definiert. Das hier war unser Zähler für die einzelnen Infofiles. Wenn also ein Infofile gefunden wird, steht er auf 1. Wenn es 2 sind, dann 2 und 3, dann natürlich 3. Und textlich würde dann sich hier ergeben, in drei Ordnern wurde eine Textinformation hinterlegt. So, dann käme hier nochmal der, ja, dann käme hier genau die Textinformation, die vorhin ausgelesen wurde, die wird da dann hinten angefügt werden. Ist also nicht ganz so komfortabel in der Textversion wie in der HTML-Version. In der HTML-Version wird das direkt im Dateibaum erscheinen, aber das zeige ich gleich. So, haben wir jetzt also kein Infostring, das heißt, es wurden keine Infodateien gefunden, dann ist das Ding einfach leer. So. Und jetzt kommen wir zur eigentlichen E-Mail. Jetzt wird also geguckt, ob diese gerade durch den Scan ermittelte Speichergröße ungleich der im Logfile hinterlegten Speichergröße ist. Wenn das Ganze ungleich ist, dann hat sich natürlich was verändert. Und in dem Fall wird eine E-Mail ausgelöst. Und hier wird nochmal unterschieden. Also wenn der Account jetzt in meinem Fall, wie gesagt, Bugs, wenn der jetzt aber All heißt, ja, das ist jetzt hier wichtig, weil ich das ja mit mehreren Freunden betreibe, das Ganze. Und dann gibt es auch einen All-Ordner, der für alle verfügbar ist. Wenn man also Dateien für alle ablegen will, dann wird ein alternativer Text generiert. Dann steht da nämlich drin, es wurden Dateien im gemeinsamen Share-Ordner verändert. Ja, das ist also jetzt hier dieses All. Und deswegen springe ich jetzt hier auch einfach mal für den Fall, dass es nicht All ist. Weil sonst ist es nämlich eigentlich dasselbe. Das heißt also, wir sind jetzt Bugs und nicht All, haben das Text, also das Mail-Format HTML. Und dann definieren wir die Variable Mailtext. Und da kommt erstmal unser Kopf. HTML Mail hieß das Ding. Können wir mal kurz hochgehen. Das war das Ding hier. HTML Mail ist also aufgebaut wie eine HTML-Seite im Grunde. Das ist das, was als erstes folgt. Danach folgt dann unser Infotext, so ein bisschen bla bla. Hallo, es wurden Dateien in deinem Share-Ordner, ja, das ist hier der persönliche. Hier wird auch dynamisch eingefügt, steht dann in dem Falle Bugs da. Ich kann das auch noch mal kurz an der Mail zeigen. Das ist die Stelle hier. Mal reinzoomen. Da. An der Stelle sind wir gerade. Also wurde verändert, bla 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 bla. Und dann wird hier an dieser Stelle unsere Variable Files eingesetzt. Ja, das war also unser Verzeichnisbaum, den wir hier zusammengebaut haben im Scan. Und das ist diese Box. Also das komplette Ding hier ist unsere Variable Files. Das ist also, wenn wir hier E-Mail Doppelpunkt und dann kommt die Box, das ist genau hier an dieser Stelle E-Mail Doppelpunkt, hier endet der Absatz und dann kommt unsere Box mit dem Verzeichnisbaum. Danach kommt dann noch ein bisschen Blabla und vielen Dank und so weiter. Dann kommen noch ein paar Mail-Header-Informationen dazu, zum Meme-Typ, Content-Typ und so weiter, dass es auch wirklich eine HTML-Mail ist. Hier haben wir noch den Fall, dass es nicht HTML, sondern ein Textmail wird. Da ist alles ein bisschen einfacher. Da fehlen also die ganzen HTML-Tags. Und wenn das Ganze fertig definiert ist, dann haben wir alles zusammen, was wir brauchen. Wir haben also unseren Verzeichnisbaum, wir haben unseren ganz normalen einleitenden Text und so weiter. Wir wissen, ob das an alle geht oder nur an einen persönlich. Und dann können wir die Mail rausschicken. Dann haben wir hier also wieder unsere Datei User mit Account. Das ist also das, wo die E-Mail-Adresse definiert ist. Gehen wir mal ganz hoch. Das war das hier, User.
und User Bugs entspricht denn hier diesem E-Mail-Eintrag. Und dann kommt der Betreff der E-Mail, in dem Fall Änderung. Dann unser Mail-Text, das ist das, was wir hier gerade oben haben. Ja, unser Hallo, bla bla, unser Verzeichnisbaum und unser Vielen Dank, bla bla am Ende. Und dann kommen hier die Mail-Header-Informationen. Ja, from, also eine Absenderadresse und unsere zusätzlichen Informationen noch zum Format, die ja hier nochmal extra definiert sind. Ja, dann wird also die E-Mail rausgepustet und das war's im Grunde. Hier am Ende werden noch ein paar Logfiles geschrieben, also File-Text, das ist praktisch das, was jetzt hier per E-Mail geschickt wurde, wird hier zur Sicherheit nochmal in einer Textdatei gespeichert, zu Debug-Zwecken und so weiter. Und Share-Log, das war wie gesagt unsere belegte Speicher-Log-Datei, wo die einzelnen Usernamen und die belegten Bytes dahinter stehen. Bits oder Bytes, das müssen wir nochmal genau angucken. Ich glaube, es müssten Bytes sein. Ja, das war also im Grunde jetzt hier mal hinter die Kulissen oder unter die Haube geguckt. War vielleicht nicht ganz einfach, aber ich kann jetzt euch mal kurz zeigen, wie das Ganze funktioniert. Nehmen wir jetzt also mal an, mir wird jetzt in meinem Ordner ein Foto gelegt. Ich nehme mal einfach das hier, ziehe das hier rüber, diese Stelle kopieren. Dauert es einen kleinen Moment, so jetzt liegt die Datei da. Und ich habe jetzt bei meinem Provider, wo meine Webseite und das ganze Zeug liegt, von meinem Server, da kann ich Cronjobs anlegen. Ich kann also sagen, ich möchte, dass eine bestimmte Datei, in dem Fall jetzt hier mein Scan-File PHP, einmal die Stunde ausgeführt wird. Ja, wird also das PHP aufgerufen, so als würde das von einem Browser aus passieren. Das heißt, ich muss mich um diesen Scan nicht kümmern, aber ich werde das hier mal trotzdem jetzt manuell machen. Das ist jetzt hier also mein Scan-File PHP. Also das, was wir gerade angeguckt haben. Das rufe ich jetzt hier im Browser auf. Da wird jetzt auch nichts weiter passieren, als dass er das nur kurz lädt. Und das war's schon. Es lief also praktisch der Scan im Hintergrund ab und der Baum wurde zusammengebaut und die E-Mail wurde rausgefeuert. Und dann kann ich hier bei meinem E-Mail-Account einmal abrufen und siehe da, ich habe eine E-Mail, Share-System, Änderung, klicke einmal drauf. Jetzt muss ich nur kurz das Laden der Bilder erlauben. Das kann man natürlich auch dauerhaft einstellen, dass diese Icons geladen werden. Und siehe da. Hallo, es wurden Dateien in deinem Share-Ordner, Bugs verändert, bla 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 bla. Hier haben wir unseren Baum. Und hier ist eine Datei tatsächlich grün und neu. Wenn ich da mal draufklicke, haben wir natürlich den Link fürs Internet direkt. Das ist also das Bild, was ich hier gerade rübergeschoben habe. Hier das hier. Müsste man eigentlich sehen, dass es jetzt wirklich das Bild ist. Ich kann es mir also, ich muss es mir nicht im Browser angucken, ich kann es aber. Der eigentliche Weg ist natürlich über das System denn das Bild einfach runterzuladen, wenn man es denn haben will, oder zu löschen oder was auch immer. So, also das ist jetzt die Anzeige von neuen Dateien. Und jetzt hatten wir ja noch den Fall. Nehmen wir mal an, diese Fotos sollen jetzt, sagen wir mal, 24 Wochen auf dem Server liegen. Weil ich habe vielleicht nicht so viel Zeit und ich kann nicht sicherstellen, dass das alles, dass ich dann wirklich dazu komme, das rechtzeitig runterzuladen für mich. Und dann kann einfach eine Textdatei angelegt werden. Und wie gesagt, der Name war Punkt lifetime.txt. Nochmal kurz auf Enter. Dann liegt die Datei schon vor. Ich öffne die mal kurz.
Und jetzt mache ich hier nichts weiter, als eine Zahl reinzuschreiben. 24. Ja, ich hoffe, man sieht es. So, das Ganze wird dann gespeichert. Und ich mache das auch gleich nochmal zu, braucht die nicht weiter. Ja, hier wollte ich hin. Das heißt also, wir haben jetzt in meinem Ordner, im Unterordner Fotos, eine Datei Lifetime-Text. Und da steht nichts weiter als eine 24 drin. Und dann werde ich jetzt auch mal das Auslösen auch funktioniert, auch nochmal gleich was verändern. Schieb mir noch ein Bildchen mit rein. So. Und jetzt lösen wir den Scan nochmal aus. Müsste es schon gewesen sein. Dann rufen wir nochmal die E-Mails ab. Und da ist er auch schon. Jetzt nehme ich hier mal rein. Und jetzt sind natürlich hier beide Dateien noch grün, weil die sind alle, also alle beide, nicht älter als eine Stunde. Und das, worauf es jetzt ankommt, ist das hier. Hier steht jetzt unsere 24. Das heißt also, die Bilder hier in diesem Ordner leben 24 Wochen lang, während die Bilder hier oben 12 Wochen leben. Also einfach kann man das definieren. Man kann auch einen Wert unter 12 angeben, wenn man will, dass da bloß eine Woche was liegt oder so. Und so ist das Ganze eigentlich sehr übersichtlich. So, jetzt fehlt eigentlich nur noch eine Sache. Das war das mit den Info. So, jetzt hat mir jemand also diese Bilder hier geschickt und will mir jetzt noch was zu schreiben. Ja. Info.txt. Wie gesagt, es geht auch liesmich.txt oder readme.txt. Machen wir das Ganze mal auf und schreiben wir hier mal kurz was rein. Hallo, das sind meine Bilder, die ich versprochen hatte. Nochmal Enter, Enter. Viel Spaß damit. Zoome ich hier nochmal kurz rein, dass ihr das auch lesen könnt. Also, das sind meine Bilder, die ich versprochen hatte. Viel Spaß damit. So, das speichern wir dann wieder. Nochmal zu. Ja, nochmal hier hin. Das ist jetzt also hier unser Ordnerinhalt wieder, die Bilder. Hier die Lebenszeit und hier unser Infotext. So, jetzt nehmen wir mal an, jetzt ist wieder eine Stunde rum. Hier hat man also Bilder hingepackt und das Infofile dazu. Und ich kriege automatisch Post. Und mache das Ganze mal auf. Und jetzt sieht das Ganze anders aus. Ne? Also wieder das normale Blabla, der normale Dateibaum, aber hier unter Fotos. Hier taucht also einmal dieser Infotext auf, die ich natürlich so auch extra lesen kann. Aber unterhalb dieser Liste mit Fotos steht dann der Text hier nochmal extra drin. Ich muss also diesen Infotext nicht öffnen. Ich habe gleich im Blick, was mir dazu geschrieben wurde, einfach eingefügt in den Dateibaum. Und ja, in der Textversion der E-Mail würde das Ganze jetzt komplett, also wenn jetzt hier in einem anderen Ordner noch eine Infotext steht, dann würde das natürlich entsprechend hier oben zum Beispiel noch drinstehen. In der Textversion würden beide Texte unterhalb des Baums stehen. Das hatte ich da wegen der Übersicht so gemacht, weil als Textmail da noch Text, ein Infotext zwischen zu klemmen, da ist dann vom Verzeichnisbaum nicht mehr viel zu erkennen. Aber wie gesagt, von dieser Textversion bin ich eigentlich völlig weggekommen, weil diese HTML-Version noch viel besser aussieht und viel komfortabler ist. Ja, also das war das Ganze, was ich jetzt hierzu mal zeigen wollte. Wie gesagt, dieser Scan wird bei mir in der Praxis jetzt von meinem wirklichen Share-System, das seht ihr jetzt hier nicht. Also ich habe das für dieses Video mal alles extra nochmal angelegt, mit einem einzigen Ordner hier, wie gesagt.
Und in meinem praktisch genutzten System, an dem jetzt weiß ich gar nicht, 9 oder 10 Freunde mit dran teilhaben, ist diese Liste hier natürlich länger. Und da wollte ich jetzt euch auch nicht die Ordner jetzt unbedingt offenbaren, die ganze Struktur. Und da wird der Scan einmal in der Stunde ausgeführt. Heißt also, mir legt jemand Fotos rein und muss mich nicht extra anrufen. Er kann es natürlich tun, ist natürlich schön, immer was von den Freunden zu hören, aber es geht auch automatisch. Und wie ich finde, jetzt auch sehr komfortabel. Ja, das war's dann also zu diesem Teil. War ein bisschen was zu grübeln diesmal und ich hoffe mal, dass ich jetzt hier von anfänglich vielleicht 30 Zuschauern nicht nur einen einzigen verabschiede. Und beim nächsten Mal, da werde ich euch mal zeigen, was jetzt mit dieser Lebenszeit hier, was da eigentlich passiert, wenn das abläuft. Das ist nämlich die zweite Funktion, die ich da eingefügt habe. Weil das ist ja jetzt erstmal nur eine Übersicht und diese Lebenszeit wird hier nur angezeigt. Konsequenzen hat diese 24 ja hier erstmal keine. Und ja, wie gesagt, ich hoffe mal, ihr seid noch wach und dann sehen wir uns beim nächsten Teil nochmal mit diesem Share-System. Und wenn wir uns früher sehen, vielleicht noch mit einem Spot, muss mal sehen, mir schwirrt da so einiges im Kopf rum. Aber ich muss sehen, wie ich mit der Zeit hinkomme. Gut, dann will ich das nicht weiter in die Länge ziehen. Wir sind schon sehr lang heute und dann verabschiede ich mich von euch. Bis später. Macht's gut.